Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Osiris New Dawn. Wir befinden uns in unserer schicken, super geilen Mega-Hütte. Und ihr seht es vielleicht, ich habe inzwischen ein bisschen die Grafikqualität hochgedreht, denn ich hatte nicht gemerkt, dass es noch die Default-Einstellung war und die war jetzt nicht so super. Ja, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen weiter umgucken. In der Hoffnung, dass uns nicht wieder der Mega-Riesenwurm irgendwie begegnet. Und ich hatte ja eigentlich irgendwie davon geträumt, dass ich mir vielleicht noch so ein bisschen mehr... Ups. What? Ah, jetzt kommt hier schon wieder dieses Kackviech. Warte mal. Was war denn hier meine Waffe? Ah, verdammt. Ah, shit. Warte mal. Shit, wo habe ich denn jetzt meine Waffen? Boah, Alter. Sowas Unerfreuliches. Ah, geht, geht. So, mein Suit ist jetzt schon wieder kaputt. You are injured, you must heal. Okay. Muss ich mal eben kurz gucken. Okay. Was habe ich denn jetzt hier versaut? Medical Bandage. Ich glaube, das hier. Vital stabilized. Ah, okay. 20 Health. Ich denke mal, ich werde nochmal ein so ein Ding benutzen. Gut, da sind wir jetzt wieder auf vollem Maximal-Dingsbums. Aber ich glaube, ich muss mir jetzt hier wieder irgendwie eine Waffe equippen. Hätte ich mal die Bolt Rifle genommen. Seufz. Das war die hier. Ach Gott. Ja, wenn man das Spiel jetzt mal so ein paar Tage nicht gezockt hat, dann kriegt man gar nichts mehr hin. Das ist echt übel. Kann ich die auch wieder wegstecken? Nee, irgendwie nicht. Naja, immerhin habe ich hier jetzt meinen Stein des Todes mit dabei. Okay. Also, ich brauche jetzt mehr Steine. Hier ist zumindest schon mal so ein Rock. Und nachdem man jetzt für jeden fucking... Wall irgendwie 8 Steinchen braucht, habe ich jetzt noch ein bisschen was zu suchen vor mir. Aber ich möchte auch erstmal gucken, was es hier so in der Umgebung noch alles gibt. Als ich dem Wurm das letzte Mal begegnet bin, okay, da sind schon wieder so viele Kackviecher. Upsa. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Als ich dem Wurm das letzte Mal begegnet bin, wollte ich eigentlich hier so über diese Hügelkuppe rüber, um mal zu schauen, was da hinten so für Gasdinger waren. Das fand ich jetzt auch mal ganz interessant. Momentan ist das Spiel für mich noch ein Riesenmysterium, weil ich einfach noch nicht so das klare Ziel sehe. Klar, ich habe hier dieses... What? Nicht schon wieder? Warum ist hier überall dieser scheiß Wurm? Ich hasse den Wurm. Ich hasse den Wurm. Oh Gott, ist das Viech groß. Heidewitzka. Wieso ist hier der Wurm? Puh. Alter Schwede. Was ist das denn hier? Space Debris, okay. Gott. Warum ist hier der Wurm? Also, sorry, aber... Alter. Das mit dem Wurm finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Dass der hier direkt um die Ecke ist. Der Wurm des Todes, Mensch. Bah. Ja, bei meinem ersten Spielversuch hat mich das Viech halt einfach schlichtweg umgehauen. Deswegen renne ich jetzt wie der Teufel jedes Mal, wenn der Boden anfängt zu beben. Ich weiß zwar nicht immer, in welche Richtung ich da rennen muss, aber ich renne einfach mal und hoffe, dass es das Richtige war. So, was ist denn das hier? Irgendwie so eine Art... Keine Ahnung. Schwefelquelle? Was ist das? Okay, Space Debris. Bist du ein Rock? Nee, du bist kein Rock. Das ist ja alles hier... Das ist ja alles Stein und irgendwelche Metalle und so ein Kram. Boah, ich brauche Steine, Leute! Steine! Vor allem, weil der Stein jetzt hier demnächst ziemlich kaputt sein wird. Oh, hier ist noch ein Stein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also irgendwie scheint das wohl so eine Art Gasquelle zu sein. Was ist das?
Space Debris. Okay. Wofür auch immer ich das dann noch brauchen werde. Also eigentlich sagt mir ja die Mission, ich soll Osiris 1 finden. Jo. Ich habe nur so irgendwie das Gefühl, dass wenn ich da dann hingehe, dass ich irgendwie so weit weg von meiner ursprünglichen Ecke bin, dass das dann nicht so gut funktioniert. Nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Warum ist hier überall dieser scheiß Wurm? What? Oh, Alter! Oh Gott, das ist echt nichts für meine Nerven hier. Das sieht man schon, hier zittert voll der Stein in meiner Hand. Boah. Gut, gucken wir mal, ob ich das hier... Iron? Aluminium? Ich bräuchte einfach noch ein paar Steine. Aber ich fürchte, das sieht irgendwie schlecht aus hier. Ich komme ja noch nicht mal dazu, hier so groß... Satellite Resort... Das ist ja nice. Was ist denn das hier Schönes? Circuit Board. Geil. Wire. Zwei Batterien. Oh la la. Oh la la. Das ist ja mal nice hier. So die dicke Satellitenressource. Aha. Aha. Okay. F. Gather. Oh. Das ist alles irgendwie im Boden. Ah, warte mal, hier ist noch ein hier sind noch Steine. Juhu! Steine! Okay, ich werde hier alles, einfach alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Ich weiß, dass ich dann überladen bin, aber das macht nix. Ich nehme alles mit, was ich finden kann. Wer weiß, was ich damit noch anfangen kann. Okay. Space Debris, Wire. What? Machen mich doch nicht hier fertig, Mensch. Hier sind Steine, Steine. Nee, Iron. Okay, Iron. Okay, nehmen wir das halt mal mit, wenn es hier so rumliegt. Alter, Witzka, das ist ja mal hier eine Gegend. Echt gefährlich. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Nee, offensichtlich nicht. Okay. Wenigstens ist das Spiel so fair, dass es einem... erlaubt, auch noch mit vollem Backpack einigermaßen zu laufen. Was ist das hier? Noch mehr Space Debris. Okay. Und hier sind... Oh, hier sind richtig viele Steine. Ganz viele Steine. Juhu. Ich habe ein Steinfeld entdeckt. Zopp. Wenn jetzt nicht schon wieder dieser nervige Wurm vorbeikommt, bin ich eigentlich fast glücklich. Da fliegt irgendwas. Oh, hier sind so viele Steine, Alter. Okay, ich hätte mal das Steinfeld einfach früher finden müssen. Dann hätte ich mich auch in der letzten Folge nicht so sehr darüber beschwert, dass ich die verdammten Steine brauche. Okay, ich lerne hier, dadurch, dass ich Steine sammle, Combat. Das finde ich auch irgendwie faszinierend. Ich habe hier so viele Steine. Kann ich die mega super Mauer bauen? Die Berliner Mauer wird ein Dreck gegen meine Supermauer sein. Wir nehmen einfach jeden fucking Stein jetzt mit hier. Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt spannend, aber nachdem Steine im Augenblick irgendwie so mein Hauptarbeitsgerät sind. Oh, hier. Hier kann ich nochmal drauf rumhauen. Nein, nicht schon wieder. Gott, ich hasse den Wurm. Ich hasse den Wurm. Bring mich jetzt bitte nicht schon wieder um. Wow. Okay. Also ich habe so das Gefühl, dass sobald ich anfange, hier irgendwie Steine zu sammeln, merkt das Viech, dass ich hier unterwegs bin und versucht, mich zu töten. So, jetzt habe ich mich total restlos verlaufen. Ich muss mal eben kurz gucken, wo ich bin. Oh Gott, Red Sea's Edge, okay. Jetzt habe ich so viel Zeug eingepackt. Wahrscheinlich läuft meine kleine Astronautin oder was auch immer das jetzt für ein Job ist, den sie da hat, mit einem Mega-Backpack
also so ungefähr so dem kleinen Berg an Backpack über dem Rücken. Und darin sind nur Steine. Ich bräuchte mal irgendwie so einen Tragesklaven oder so. Das wäre praktisch. Das ist definitiv etwas, was Conan Exiles diesem Spiel hier voraus hat. Es gibt dort Sklaven. Oh, ah, hier bin ich. Okay. Der Berg mit dem hässlichen Kackvieh. Warte mal. Was? Wieso treffe ich das Scheißvieh nicht? Bist du tot? Jetzt bist du tot. Haha. Okay. Branches. Okay. Blue Palms. Stimmt, das ist ja das Ding, wo ich hier meine Medizin herkrieg. Uah. Eieiei. Was ein Stress. So, gucken wir doch mal. Hier muss ja irgendwo mein Zuhause sein. What? Das habe ich doch hier irgendwo gebaut. Jetzt lass mich nicht lügen. Irgendwo muss es hier ja sein. Ja, hier. Ah, oh, Gott sei Dank, ich habe es wieder gefunden. Gott sei Dank. Alter, wo kommen jetzt hier schon wieder diese Kackviecher her? Heide Witzka, ich brauche definitiv sehr, sehr schnell jetzt hier irgendwie mehr Waffen, fürchte ich. Weil das alles hier so unschön aussieht. Was ist denn das? Ach so, ein Stein? Okay. What? Okay. Also gucken wir doch mal, ob ich jetzt hier eine neue Mauer hinkriege oder so. Oh Gott, ist das ätzend. So, wo war das denn jetzt hier mit der Mauer? Plöck. Nee, das war nicht hier. Mauer? Hallo? Mhm. Okay, das ist hier irgendwie nicht so ideal. Aber besser als nix. Okay. Kann man hier nicht irgendwie so oben drauf bauen oder so? Anscheinend nicht. Scheiße. Toll. Also, ich habe hier jetzt eine unglaublich supergeile Mauer. Ach je, okay. Aber ich werde jetzt erstmal hier so ein bisschen Zeug reinschmeißen. Weil ich habe ja hier so eine Menge Wire gefunden. Das könnte man mal hier wegtun. Und das hier. Und diese Batterien finde ich jetzt auch irgendwie super. Space Debris habe ich hier noch. Oh, warte mal, hier. Die kann ich eigentlich zusammentun. Cool. Was war das? Branches. Stimmt, Branches habe ich hier auch noch welche. Eiwei. Ich glaube, das räume ich hier gleich mal nach oben, dann sehe ich es nämlich immer gleich. Was war das hier? Laser Cell Ammo, okay. Water. Ich muss noch irgendwie rausfinden, wie ich an so Zeug drankomme. Sowas von, ich hasse das, wenn die epische Musik plötzlich aufhört. Weil ich so das Gefühl habe, dass dann irgendwas Mieses passiert. Okay, wir haben hier eine Menge Space Debris. Den können wir sicher noch für irgendwas brauchen. Cinefan. Cinefan are used to make a number of different items. Ja, das ist ja schon mal schön. Okay. Crab Hut. Nee, das wollen wir eigentlich nicht. Inflatable Dome can be used to temporarily save progress and replenish some of your vitals. Okay. Das könnte ich jetzt auch mal gut brauchen, aber dafür haben wir irgendwie keinen Plan. Naja, wir haben generell recht wenig Plan.
Insufficient Resources. Ja, ich weiß ja noch nicht mal, was ich dafür brauche alles. Hier so Space Debris Chest, okay. Small Solar Panel, okay. Solar Panel Small Kit, okay. Ich muss irgendwie rausfinden, wie das funktioniert mit diesen Kits, denn wo baut man die? Electric Fence Small. Ich meine, das ist ja schon ganz nett, dass man hier solche Sachen hat, aber... Crates. Rubber. Okay. Was ist das hier? Industrial Wall. Ach, das sind hier sind so Gebäudeteile. Was ist das hier? DA? Okay. Ich bin wieder mal offiziell verwirrt, aber okay. Crafting. Machen wir mal eins. So, kann nicht schaden. Jetzt habe ich wieder ein paar Bandagen. Und einen Bashing Rock habe ich jetzt wieder. Okay, das ist echt so kaputt. Masking Tape. Oh, dafür brauche ich allerdings ein paar Bieren. Okay, na gut. Gucken wir mal, was ich mit meinen lustigen Skilltree-Sachen machen kann. Weil ich bräuchte jetzt langsam echt mal... What? Ich habe nicht genug Combat Points. Okay. Ach Gott. Ist das ein schwieriges Spiel manchmal. Ich glaube aber, ich muss jetzt hier noch den Bashing Rock in mein Utility reinlegen. Das ist echt so schlecht. Okay, Combat Punkte habe ich 6. Ich brauche aber deutlich mehr. Das heißt, ich muss hier entweder mehr Dinge töten oder, nun ja, mehr... lustige Steine finden. Gott, das sieht hier einfach so falsch aus. Exkrement-Kollektor. Ja. Wartet mal. So eine Crude Metal Axe wäre natürlich auch nicht schlecht. Ist eigentlich eine gute Idee. What? Nee, so viele wollte ich nicht. Nein. Ich wollte nur eins. So. Ach Gott, wir haben ja gar keinen Platz für sowas. Okay, warte mal. Hä, wie viele sind das denn jetzt? Alter? Take all? Okay. Ah, okay, zwei Pipes habe ich jetzt hier gebaut. Was brauche ich denn hierfür noch? Rubber, okay, Rubber brauche ich. Eine Flare, dafür bräuchte ich Berries. Also ich frage mich ehrlich, was die mit den Bieren machen. Weil ich meine, hallo, in eine Flare rote und normale Beeren reinstellen. So, jetzt habe ich hoffentlich mal eine bessere Verteidigung. Gucken wir doch mal. Ja, das sieht schon... Okay. Sie macht auch coole Sounds dabei. Yeah, ich bin begeistert. Gut, so weit, so gut. Wir haben eine Waffe. Ich bin total fasziniert. So, muss ich hier irgendwas reparieren? Ich glaube nicht, oder? Nee, das ist noch ganz gut. Das hier auch. Die Rockwall ist auch noch prima. So, gucken wir doch mal, was hier die verschiedenen Gerätschaften noch wollen. F? Nee. Machen wir hier mal Open Furnace. So, für Glas brauche ich mehr Sand. Irgendwie ist das hier so Take All. Wo hatte ich denn den... Huch! Okay. Ich habe Engineering-Punkte gekriegt. Das finde ich jetzt auch nett. So, wo ist denn der verdammte Sand? Ich habe doch das letzte Mal so viel Sand eingesammelt. Wo habe ich den denn hingepackt? Okay, ich habe hier rote Beeren. Barrel. Arachnoid Meat. Banana. Banana! Ja, also ich denke mal, die
Minions wären mit mir sehr begeistert. Wo habe ich denn den fucking Sand hingetan? Ich verstehe es nicht. Habe ich den hier irgendwie in die Kiste reingelegt? Muss ich mal gucken. Sand? Hallo? Sand, wo bist du? Was ist das hier? Crabshell? Treebark? Nee. Hier ist zumindest Rubber. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aluminium-Ingots tun wir jetzt mal beiseite. Hm? Ach nee, das ist das Falsche. Gott, ich hasse es. Die sehen alle so gleich aus. Das ist ja blöd hier. Ja, man versucht hier so ein bisschen Ordnung zu machen. Okay, Stahl haben wir. Das ist jetzt auch nicht das Thema. Himmel, hilf. Das ist alles so ein bisschen... Alpha-Sort. Was ist denn Alphas? Oh. Oh, der sortiert das selbst. Das finde ich gut. Okay. Was war das hier? Crab Meat, okay. Irgendwie scheint der Sand wohl nicht mehr da zu sein. What? What? Okay, wir nehmen unsere Axt und hauen Viecher. Na komm schon her, du Feigling. Yes! Okay, Leck mich, du blödes Vieh. Ich habe eine Killer-Axt. Ich konnte zwar überhaupt nicht sehen, wie ich jetzt gegen dich kämpfe, aber... What? Kommt schon das Nächste? Jawoll! Ich und meine Axt, jawoll! Das ist eine sehr gute Sache hier. Ich habe nur wirklich offensichtlich richtig unangenehm einen Ort... Schon wieder so ein Viech? Wo kommt denn ihr alle her? Hat euch irgendjemand eingeladen? Da ist noch eins, genau. Boah. Haben wir es jetzt? Also irgendwie kommen die nervigen Viecher alle nachts. So, jetzt muss ich mich mal hier kurz eben reparieren. Vital stabilized. Tief durchatmen. So, aber ich hab die Axt. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt kommt nämlich die Nacht. Die muss ich auch noch irgendwie überleben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Boah, Alter. Blöde Viecher. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr guckt auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich mich hier mit irgendwelchem Viehzeug rumschlage. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Macht's gut, bis denn und tschö!